Rede gegen den Krieg. Eugen Drewermann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Friedens, ich bin sehr dankbar für die Einladung zum heutigen Mittag, besonders aber für Ihr Interesse an einer Frage, die die wichtigste in unseren Tagen ist. Wie können wir den Frieden zurückgewinnen und wir können ihn bewahren? Rund um die Uhr werden wir beschallt, beeindruckt und in eine Kampagne der Zeitenwende hineingezogen, indem man uns beibringt, dass alles, was seit 1945 in Richtung Frieden versucht war, ein einziger Fehler gewesen sei. Egon Bahr und Willy Brandt, Ost-West-Versöhnung, falsch. Frieden schaffen mit weniger Waffen, Helmut Kohl, falsch. Wir sind zu wenig robust gegen Russland vorgegangen. Das ist die Lektion, die wir jetzt übernehmen sollen. Und ich halte diesen Vortrag, um generell zu diesem Wendeprogramm Nein zu sagen, weil es nichts weiter ist als ein Salto Mortale in die Vergangenheit. Seitdem ich denken kann, höre ich, dass der Russe kommt und dass wir Bomben brauchen, Atombomben brauchen, dass wir die NATO brauchen, dass wir militärisch höchst gerüstet sein müssen. So aber schafft man nicht den Frieden. Am 3. April wurde im ZDF im Spätprogramm das Bild einer Ukrainerin gezeigt, die in Butscha ihren Sohn verloren hatte. Eine Frau aufgelöst in Tränen und Verbitterung. Der Junge war 27 Jahre alt, als er etwa 500 Meter weit zu seiner Arbeitsstelle gehen wollte und dabei erschossen worden war. Jetzt liegt er in dem Raum dieser Frau. Sie hat darüber einen Teppich gebreitet. Und verzweifelt schreit sie, die sollen alle dahin, wo mein Junge hinkommt, unter die Erde nämlich. Man kann die Not, die Traurigkeit, die Wut, die Hilflosigkeit dieser Frau mehr als gut begreifen. Aber was macht eine Politik daraus, die die Verzweiflung leidender Menschen dazu benutzt, einen sinnlosen Krieg immer weiter zu verlängern, mit immer mehr Waffen, die geliefert werden? Und wie kommt eine christlich sich nennende Partei dazu, die Regierung vor sich herzutreiben, endlich doch schwere Waffen in die Ukraine zu liefern? Ein Abnutzungskrieg gegen Russland. Russland zu ruinieren, mit den Worten von Frau Baerbock. Das alles dient nicht dem Mitleid mit den Leidenden. Das aber kann sich nur universalisieren. Geht dieser Krieg weiter, wird es unzählige solcher Bilder geben. Sie nehmen nicht ab. Und im Namen dieser trauernden Ukrainerin müssen wir erwarten, dass nicht länger aufgerüstet wird, sondern Friedensverhandlungen eingeleitet werden. Das Verständnis mit der Ukraine dient nicht der Aufrüstung Selenskys in einen langen Dauerkrieg und der Patenschaft zur NATO-Mitglieder. Es muss möglich sein, miteinander sich zu verständigen und Frieden zu schließen. Es sind ja nicht allein die Opfer des Krieges, die passiv als Angehörige von Toten zu bedauern sind. Es sind auch die Soldaten selber. Wir, die Deutschen, haben am 22. Juni des Jahres 41 mit 3 Millionen Soldaten der großdeutschen Wehrmacht die Sowjetunion angegriffen und uns mit 27 Millionen Toten daraus verabschiedet. Ungefähr 30 Millionen waren das Planziel der Nazis, den ganzen Korridor auszudünnen für germanische Bevölkerungsstrategien. Scheinbar ist das alles wie vergessen. Aber aus dem, was es mit 20, 25-Jährigen macht, erzählte mir dieser Tage noch der Sohn eines Soldaten von damals. 40 Jahre lang hat mein Vater von seinem eigenen Leben kein Wort gesagt. Aber dann, auf dem Sterbebett, vertraute er mir ein Geheimnis an, wie es war.
Er war mit einem der letzten Flugzeuge aus Stalingrad evakuiert worden, zwei Beine amputiert und seine Darstellungen. In jeden Ort, in den wir vorrückten, gab es keine Menschen mehr. Dann mit Mal öffnet sich eine Tür und heraus kommt ein alter Mann mit einem kleinen Kind an der Hand. Mein Kamerad zieht das Gewehr und ich schreie ihn an, nein, aber er schießt. Mein Vater hat an dem Tag nie mehr aufgehört zu weinen. 40 Jahre später das Trauma, einem Mord beigewohnt zu haben. Wir Menschen sind nicht darauf eingerichtet, Soldaten zu werden. Sähen wir, was man uns befiehlt zu tun, wir würden es nicht tun.